Willkommen zurück zu Heat, wollte ich sagen, schon zu Need for Speed Unbound. Heat ist schon ein paar Jahre zurück. Wir können jetzt die Qualifikation machen, mal schauen, was uns dort erwartet. Wir haben uns, wie gesagt, die ganze Woche schon durchgespielt. Sehr aufwendig, muss man echt sagen. Ja, wie gesagt, der Kollege wurde sogar am Montag oder Dienstag schon mal verhaftet. Stimmt, Dienstag. Da hat er schon ein bisschen Geld eingebüßt, aber ja. Mal schauen wir, was uns am Samstag zur Qualifikation erwartet. Na. Nächste Saison starten, auf jeden Fall. Da müssen wir hinfahren, okay? Wir haben schon verlassen. Wie gesagt, wir haben es noch nicht gespielt. Und geht leider Nacht, oder was? Belohnung sind 40.000 und den Defender, den Range Rover. Hey, egal was heute Abend mit Jasmine passiert. Startgeld 120. Zeig ihnen einfach, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ich hab was für dich. Ich hoffe, wir gewinnen das Ding. Was ist das? Babypuder. Ja, will ich mehr wissen? Vertrau mir, Killer. Trag das vor dem Rennen großzügig auf. Und zwar in jeden Winkel. Glaub mir, es wird heftig. Du wirst schwitzen. Lieber einmal zu viel und trocken, als einmal zu wenig und verschwitzt. Ja, muss sagen, der Typ fetzt muss, aber ich bin ein Küss, ne? Besser einpudern. Gut gemacht. Bis dann, Killer. Ich sag, wenn euch das Video gefällt, könnt uns gerne mit einem kostenlosen Abo und Like unterstützen. Waren wir euch sehr dankbar. Wie gesagt, Support ist kein Mod. Ja. Ich sag, alle Spiele und alles wird aus der eigenen Tasche finanziert. Also das ist nichts gesponsert oder so. Das ist alles nur Spaß zur Freude. Da muss ich sagen. So, wir fahren wieder gegen unsere normalen Leute. Scheinbar. Die erste Quali, Baby. Ist das nicht mal lit? Kannst du aber schöne Screenshots machen. Na, oh, mein Auto! Jas fährt hier wohl heute Abend auch mit. Heute ist dein Glückstag. Perfekt. Ja, geil, wenn die mit dem Ding mitfährt, dann brauchen wir uns gleich hinten anstellen. Warte. Was macht sie da? Die lässt sie mal anders fahren. Na, sie steigt ein. Aber nicht in ihr Auto. Also nicht deins. Also. Warum? Warum tauscht sie den Wagen? Soll ich raten? Sie will dich abchecken, aber nicht den Wagen riskieren. Lass dich nicht verarschen. Mach sie fertig, Speedy. Beim Obi ist er eingestiegen. Da gehen wir uns schon mal hart auf den Keks hinten ran. So, das sieht eigentlich aus wie immer. Stadtgrenze, Rundkurs, Sprintrennen, Rundkurs. Ach, hier sind mehrere Rennen. Ach, wir müssen jetzt alle drei Events fahren. Na moin, wir fangen jetzt auch schon mit der Stadtgrenze an. Weil mit dem niedrigsten Fahndungslevel. 20 Scheine bezahlt. Geil. Boah, was ist denn das? Oh, guck dir mal das Auto an. Ja. What the fuck? Ich habe jetzt gedacht, so Defender, so schönes Offroad-Auto. Nee. Das sieht ja aus wie bei Fortnite. Ja. Der ist ja komplett in Grund. Ach, eliminieren, okay. Sei unter den ersten 6. Ah, okay. Wo haben die von, haben die das schon von, das Pro Street? Ich glaube von Pro Street haben die es übernommen. Das war auch so, dass wir dann immer jedes Rennen, sind immer Leute ausgeschieden. Stoppen wir jetzt zu 8 und dann zu 6 und dann zu 4. Genau. Ich habe das Gefühl, die haben noch mal alle hier was an einem Auto gemacht. Bestimmt alle A-Plus-Autos jetzt. Ja. Oh, der eliminiert. Ja, moin! Lebensmüde! Verdammt, kurz! Zentrale, verfolgt Zielperson! Chess, Platz 2. Die Dennis ist. Alter, der Wahoo, wo ist denn der auf 200 Meter vor uns? Mir fährt ein Auto mit Jazz. Ja, das ist die ins Auto geklaut hat. Mach's dir nicht zu gemütlich. Das Rennen ist noch lange nicht vorbei. Shit! Wir sind raus! Alter, der Wahoo, machst du kein Bild, ey. Runde 2. Also 1 und 2, also 2 Runden. Ich
Ja, der klebt schön auf der Straße jetzt mit dem Rennreifen. Der Wahoo, Alter, da machst du kein Bild mit seinem komischen Fair Lady Auto, ja. Und der Boost fährt noch mit. Du solltest mal deine Reifen prüfen. Solche Prüfen, die sind neu. Ey, Alter, wenn der Wahoo in den ganzen Rennen so fährt, habe ich keine Chance noch. Okay, der Auto war gebaut. Wo ist die Brücke oben? Ich finde es halt echt schade, dass du halt keine großen Leistungsupgrades bei dem Auto machen kannst. Irgendwie mal Nitro reinbauen oder so, weißt du? Also gutes Nitro. Ja. Ziel. Ja. Nice. Aber wir müssen jetzt immer von den Leuten fliehen, oder? Ne, gut. Sei unter den ersten dreien, moin. Speedrun. Power. Darf ich sogar auf Platz 1 starten? Ja, ich bin ein Snitch. Schön, dass er alle geklaut. Justiza und Chef. Der Wahoo! Ey, ohne Scheiß, was ist denn das für ein Auto, was da fährt? Obi war nie so schnell, keine Ahnung, wahrscheinlich hast du einen anderen Bonus haben drin sitzen. So ein Klapp, Alter, der Stopp, Alter. Wenn du so weiter fährst, schaffst du das Grand Prix. Ah, wir wurden gut durchgeschüttelt! Die versuchen uns alle dran zu kriegen. Ich muss auch schön die Chess hier an ein anderes Auto geschoben, weil die mir auf den Sack ging. Verlier nicht die Nerven. Aber ich glaube, die fliegt eh raus, egal was hier vom Platz ist. Jazz? Ja, die wird das wird auf PC. Bei mir ist die raus. Ja, bei mir wäre es auch raus, aber PC wird bestimmt am Ende nochmal sagen, dass die nochmal tauscht, sagst du ja. Die wird garantiert nochmal am Ende mitsparen. Hier. Wir nehmen die Verfolgung auf. Aber wo geht denn mal übel? Genau. Du hast die Klammer vorn bleiben. Gut Vorsprung, 120 Meter vor der Justitia. Das ist immer noch 80. Tankstelle hängen. Joa. Nee, die Chest ist echt raus. Krass, die ist raus. Okay. Der OG. Sind jetzt eigentlich alles Leute, gegen die wir schon mal gefahren sind und die wir alle verblasen haben. Also eigentlich müsste jetzt klappen. Der OG.
Verfolgen das Zielfahrzeug! Die Reifen haben schon mal bezahlt gemacht, ja. Der erste Platz ist einfach der geilste. Das sind wir hier. Wir sind als erstes zur Stelle. Nitro. Ja, moin! Arschlöcher! Wir brechen die Verfolgung ab, Team! Du bist jetzt vielleicht vorne. Ich hab, Alter, was ist denn jetzt hier los? Ich hab 300 Meter Vorsprung, aber dafür hat drei Bullen am Arsch. Vor diesen Clown kommen, um den Wagen zu verlangsamen. Verdammt! Setzen uns hier ganz schön zu! Alter. Was ist denn bei denen los dort hinten? Die sind auf immer 400 Meter zurück. Was? Ich hab den Waru, der ist dann noch 400 Meter zurück, weil ich den abgedrängt hab. Da liegen Kosten gefahren. Ich hab niemanden abgedrängt, da die sind bei mir auch. Der Waru ist nur 360 Meter zurück. Ja, moin. Ja, wenn wir jetzt die Typen nochmal, keine Ahnung, 100 Meter vom Ziel auf den Keks gehen. Ne, gerade ist es geschafft, ja. Wir sitzen gerade so, also schon. Schön. Die Fender können wieder Abstand zum Treten. Neue Crew. Was hast du vor? Mir das Auto zurückholen. Yes sagt doch nie nein zu einer Herausforderung. Hey, yo, Yes! Was geht ab? Lange her, was? Yo, ist das mein Auto? Ja, das du geklaut hast, als du die Werkstatt abgezogen hast. Oh, ouch. Oh, du willst dich nicht mit mir anlegen, oder? Oh, die hat auf den Pudding. Rydell hat dir vertraut. Ach ja? Darum habe ich ihn nicht gebeten. Diesen Ersatzpapa-Scheiß habe ich nie gewollt. Ich passe auf mich selbst auf. Das ist der Live-Feed mit den Herzen. So? Wird sich zeigen. Los, einsteigen, wir fahren. Jetzt gleich. Der Gewinner kriegt das Auto. Ja, ein Rennen um die Papiere. Die was? Die 50er sind vorbei, weißt du? Tess, hör auf zu filmen. Wieso sollte ich? Zwei alte Freunde, die jetzt Feinde sind, betteln wegen ein paar Daddy-Issues um ein Auto. Wow! Fehlt ja nur noch, dass der Kerl hier sein Shirt auszieht, eine Schlägerei ausbricht, jemand Autotune über alles legt und BÄM! Schon sind wir im Radio zu hören. Poste das nicht. Ist ein Livestream. Ich sag dir mal was. Heute bin ich großzügig. Fast schon wohltätig. Wenn du es ins Finale schaffst, steht das Rennen. Der Sieger kriegt das Auto. Wenn du es schaffst. Zwei Qualis stehen noch aus. Die kleine Snitch. Alles klar. Schön mit meinem geklauten Auto. Ich habe zwei Jahre gewartet. Das sind dann noch ein paar Wochen. Was geht kein Zurück. Hätte ich lieber richtig hässliches Bodykit drauf gemacht damals. Und nur vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Felge gesteckt. So, und die Fender haben wir jetzt. Shit. Den Blick kenne ich. Wie schlimm war's? Wir haben gewonnen! Ha, das lag am Babypuder. Oh, den besten Teil habe ich ganz vergessen. Rate mal, wer Jess dazu gebracht hat, ihren Wagen zu verwetten. Kiddo? Speedy hat sie dazu gebracht, yep. Wenn wir sie im Grand schlagen, gehört das Ding uns. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und den Abo supporten. Und ich hoffe, Spaß gehabt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.